Mein Schulfreund und Kumpel Eddie hat mir jetzt erlaubt, mal bei der Heuernte ihm über die Schulter zu schauen. Eddie ist ein Bauer aus Leidenschaft. Seitdem ich denken kann, hat er davon erzählt, dass er den Beruf später einmal ausüben will. Da ich selbst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Biebesheim groß geworden bin, kann ich mich noch an früheste Jugend erinnern. Da ist das Heu noch mit den Pferden geholt worden. Auch die Arbeiten, das Heurechen und Wenden wurde mit Pferden geleistet. Wenn man heute diese Gerätschaften sehen will, die damals verwendet wurden, ja, dann muss man ins Heimatmuseum gehen. Ich kann mich sogar erinnern, dass auf dem Heuwagen, der aus losem Heu bestand und sehr hochgeladen war, zum Schluss ein Wisbaum gelegt wurde, damit das Heu nicht runterfällt. Vor einem Jahr habe ich mich über diese Sache mit einem anderen Leib- und Seele-Landwirt, dem Walter Schaffner aus Erfelden, unterhalten. Der konnte mir sogar noch die ganzen Seilknoten zeigen, die man damals zum Verzurren des Heus benutzt hat. Walter Schaffner übrigens hat in den 70er Jahren zwei ganz tolle Filme gedreht, die heißen Landwirtschaft im Wandel der Zeit, sind auch auf Hanya ins Internet bei YouTube gestellt. Der Eddie und der Walter sind richtig Leib- und Seele-Landwirte. Ich bin froh, sie zu kennen. Sie können einem noch Fragen beantworten, wo viele schon gar nicht mehr wissen, dass es mal solche Dinge gegeben hat. Im letzten Film haben wir gesehen, wie Eddie die Wiese gemäht hat. Zwischenzeitlich hatte sein Sohn die Wiese einmal gewendet und Eddie ist heute wieder da, um das Ganze jetzt zu wiederholen und wird auch noch einige Sachen dazu erklären. Viel Spaß dabei! Ja, Eddie, du bist schon wieder schwer am Kämpfen. Ja. Seit wann bist du unterwegs? Ja, heute Morgen schon, da habe ich noch ein bisschen gemäht. Ja. Und nach dem Mittagessen habe ich jetzt angefangen zu wenden. Ja, und Das ist ja wo hattest du hier gemäht oder auf dem Kiekop dann? Nee, das war noch in Awert. Im Awert. Das ist also Naturschutzgebiet. Ja. Na? Auf der Stockstau oder Biebesheimer Seite, weil ich kenne mich ein bisschen aus. Das war am Schiffplatte, wo wir schon mal unterwegs waren. Ah ja, das ist ja dann. Na? Hat man mir früher erklärt, das wäre so Schlag 4 sowas, also ungefähr. Ja gut, das kann ich nicht bestätigen, aber Insider wissen, wo der Schiffplatte ist. Ja, ja. Na? Gut, wir tun jetzt wenne, oder ich tue jetzt wenne. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, weil das Gras. Das muss hier von allen Seiten trocken werden. Und das Gras, wenn das unten auf dem Baum liegt, und da wird es nicht richtig trocken. Das ist ähnlich wie beim Grillen mit dem Bratwürstchen. Das Bratwürstchen muss hier auch von allen Seiten getrocknet werden, bzw. gebraten werden. Und Eddie, jetzt für Laie, wenn alles gut geht, vorausgesetzt, es gibt keinen Regen oder sowas. Ja. Wie oft wird das dann gewendet? Also da speziell den Schlag, der ist gestern schon mal gewendet worden von meinem Sohn. Also auseinander, das nennt man Zette. Ja.
Und jetzt war er noch zweimal gewendet. Ja. Mindestens heute und morgen. Und übermorgen rechnen wir, dass wir pressen können. Also dreimal fahren wir mit dem Gerät und drüber. Das hat eine Arbeitsbreite von 7,70 Meter. Sag mal, Eddie, so von der Technik her jetzt. Ja. Hat sich eigentlich da nichts verändert, so Wände? Nein, das kann man jetzt so nicht sagen. Früher hat man ja das mit der Hand gemacht, mit der Gabel. Ja. Dann kamen die mechanischen Gabelwände, ja, wo man vorne ein Pferd eingespannt hat. Ja, ja. Denkt der vielleicht noch? Ja, ja, ich war beim Museum, gibt's sie. Dann kamen, ja, so die 60er Jahre, da kamen dann die ersten Kreiselwände. Ja. Ne? Und das ist jetzt die Maschine, die ist schon in Perfektion gebaut. Das ist quasi ein Kreiselwender, der aber weiterentwickelt ist, wenn du genau so willst. Genau. Ja. Wichtig ist vor allen Dingen bei dem Wende, dass wir das Gras jetzt nicht zerstören. Ja. Also wir wollen kein Häcksel produzieren, sondern wir wollen das schonend wende, dass es von allen Seiten gleichmäßig trocken wird. Ja. Und die Struktur von dem Gras nicht zerstört wird. Ja, sagen wir jetzt noch eine andere Sache. Du gibst das Heu ja eure Pferde. Ja. Und ich habe so in Erinnerung, Pferde sind ein bisschen empfindlicher wie anderen Tieren, oder kann man das nicht sagen? Doch, das stimmt schon. Also man musste quasi das Heu besonders behutsam auch behandeln. Ja, ja. Das ist richtig. Also das ist so zu erklären. Die Pferde brauchen ein bisschen mehr Struktur in dem Futter. Ja. Zum Beispiel jetzt die Ziege oder die Kuh, die wollen das Gras lieber oder das Heu lieber haben, wenn es jung ist. Ja. Eiweißreich. Ja. Und die Pferde, die brauchen das für ihr Verdauungssystem, dass es ein bisschen rau ist. Ne? Das sieht man hier zum Beispiel jetzt noch, das Gras, das hat noch so Struktur, fast wie beim Mähen. Ja. Beim ersten Mal muss man ein bisschen mehr Tempo machen, also die Kreisel ein bisschen schneller laufen lassen, ja, dass sich das gut auseinanderwendet. Jetzt muss ich sehr vorsichtig fahren, dass das Nasse gerade so oben drauf liegt, ja, und das Trockene unten drunter. Ja. Na? Und da bildet sich dann, ich sag jetzt mal so, so Art wie so ein Haufen. Ne? Ja. Na? Und das, da kann jetzt die Sonne und der Wind zupacken. Und ja, schau, dass man die Kamera nicht riechen kann. Ja, 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 ja. Ja, nee, das riecht gut, das riecht gut, nee, das riecht gut. Also, da könnte man mal ein Heubad genießen. Aber sag mal, und wenn es jetzt eine Regenperiode gäbe. Oh, das wäre schlecht. Also das ist. Regenperiode, das wäre, also du redest jetzt von 3-4 Tagen, ja, Regen, ja, ja, das wäre schon schlecht. Ja. Wenn es mal wieder 1-2 Millimeter rin regnet, ja, ist das kein Beinbruch. Ja. Das ist nicht schlimm. Ja. Aber ja, 3 Tage Regenwetter oder wenn es jetzt zum Beispiel am Sonntag gut wäre, ja, und die Maschine ging kaputt, ah, und es käme dann Regenzeit von 3-4 Tagen, ja, dann hat das Heu keinen besonderen Wert mehr. Ja. Das ist dann schlecht. Na? Also du kannst sagen, so von Heuklasse, die gibt es von 1 bis 5 oder was gibt's? Ach nee, das darf man so nicht benennen, sagen. In Klasse. Ja. Es gibt junges Heu, ja, das mäht man dann zum Beispiel noch im Mai. Ja. Und das ist auch mehr Weidelgras zum Beispiel, ja, für Kühe. Ja. Und das ist jetzt so eine Art Knaulgras, das ist ein bisschen ja, in der Struktur, wie ich schon sagte. Einfach ein bisschen stabiler. Sag mal, und Eddie, das Grummet, wird das hier auch noch gemäht? Nein, nein. Das Grummet ist ja bei uns der zweite Schnitt, das ja, sagt man so. Ja. Da hat man bei uns gar keine Verwendung, weil wir sind im Kreiskreis Gerau, man muss schon fast sagen, eine kuhfreie Zone. Ja. Es existiert keine Kuh mehr oder fast keine. Ja. Ich müsste mich jetzt besinnen, wer noch eine hat. Ja. Und ja, wir haben bei uns im Ort noch einen Schäfer, aber der braucht es auch nicht mehr. Ja. Der hat auch genug für seine paar Schäfchen. Und ja,
da ist überhaupt kein Bedarf und da wird es auch nicht gedüngt und auch nicht so behandelt. Na, also wir machen jetzt einen Schnitt und das ist dann fertig. Höchstens eventuell, wenn es im Sommer viel regnet, dann machen wir noch einen Reinigungsschnitt. Das heißt also, wir mähen es ab, dass man kein Unkraut großziehe und verwende das auch wieder mit dem Gerät und mache das breit, so dass die Wiese sauber ist und fürs nächste Jahr wieder ein guter Schnitt zu erwarten ist. Also sagst du, so Wiese muss auch gut gepflegt werden? Die muss damit gepflegt werden, auf jeden Fall. Also da kann man nicht einfach nur kommen und mähen. Ja, und oft wird ja geredet, das Heu wird gemäht. Ja. Heu kann man nicht mähen. Ja. Das Gras, grüne Gras wird gemäht und durch den Trocknungsprozess gibt es erst Heu. Ja. Ja? Also ich würde jetzt vorschlagen, gut, ich fange jetzt mal langsam an. Ja. Und ja, wenn du wieder kannst. Ja, ich gehe hoch, ich gehe hoch, ich gehe hoch. Das ist ja beinahe wie auf einer Bühne. Das ist super ideale Filmbedingungen, Eddie. Eine halbe Stunde, wenn ich fertig sei. Alles klar. Und dann geht's an die nächsten Schläge. Okay. Ne? Möchtest du dann beim Schwade und beim Presse präsent sein? Eddie, wenn es sich zeitlich einrichtet, lässt auf jeden Fall. Ja. Wenn wäre das in etwa? Ah, ich gehe jetzt mal von Sonntagnachmittag aus. Ah, super, alles klar. Ja. Gut, alles klar. Wenn du das einrichten kannst? Ja, nee, nur das schnell ungefähr mal was. Alles klar, Eddie. Alle hopp. Dann erstmal danke und dann nochmal ein kurzes Abschlussgespräch, bevor du weitermachst, gell? Ja. Jo, danke. Wenn ich jetzt weiter weggehe, mal.
gut, das war's schon. Also Eddie, ich bin fasziniert, weil ich, wie gesagt, ich komme hier noch aus der Steinzeit. Ich weiß noch, wie ich mit meinem... Ah ja, doch, du, das war Hochwasserjahr, da bin ich mit meinem Vater. Ich hatte so nicht mal normal großes Fahrrad, weißt du, wie so die 10-jährige Kinder hatte, so mittleres. Das sind mir in der Arbeit gefahren, hatte Gabel dabei und dann mit Hand gewendet. Und du kannst dir ja vorstellen, wie lange das dauert, bis du da mal zwei Meier hast oder so. Aber jetzt, du, mir war das gar nicht klar, dass das mit Hydraulik runtergeht. Ich habe gedacht, oh, der wird das jetzt runterklappen oder so. Ach, das ist nicht mehr mit der Hand zu heben. Ah ja, klar, das ist ja mal schwer. Sag mal, du hast gesagt, man darf das nur so am Ober, man darf das also nur so leicht. Wenn, könntest du das hier am Traktor einstellen oder? Einfach durch die Drehzahl. Aha. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim ersten Mal zette will, ja, und da fahre ich einen halben Gang langsamer, ja, und gebe ein bisschen mehr Drehzahl. Ja. Und je trockener das wird, desto weniger Drehzahl gebe ich und da tue ich mit dem Getriebe ein bisschen schneller fahren. Ja, sag mal, und mein Titel heißt der jetzt Heu wenden oder wie nennt man, kann man das so noch nennen? Oder? Ja, das kann man auch, kann so man noch Heu werben. Ja. Werben? Werben, ja. Oh, Mensch, was Dinge, ja. Doch, doch. Also ich muss ja sagen, wie du mich darauf aufmerksam gemacht hast, auf diesen. Oh, das ist ein wunderbar. Ich bin zwar ein bisschen allergisch so wegen Heu, aber ich merke nichts an den Namen. Aber das ist ein schöner Geruch, ist das. Ja, ja. Schau, dass man das jetzt nicht in die Kamera kriegt. Ja, und ich kann mich erinnern, wir waren ja früher öfters am Bodensee. Da gibt es ja Hotels. Ja. Da schläfst du in Heu, gell? Also, ja. Das muss ja gesundheitlich, muss das ja einiges ja machen, so. Gut, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber ja, so noch im Hai könnte ich immer schlafen, ja? Ja, ja, wer weiß, was dann mit einem passiert, gell? Eddie, ganz toll, ja. Ich warte am Sonntag dann auf deine neue Order, ja. Und was denkst du, nachmittags oder? Auf jeden Fall, jeden nachmittags. Fall. Ja. Du musst dir erst mal denken, es muss erst mal der Morgentau weggehen. Ja, ja. Und dann muss es erst geschwartet werden. Ja. Und dann denke ich eigentlich so zwischen 2-3 Uhr. Ja, alles klar. Wird es dann schon passend. Alles klar, ja? Eddie. Alles klar. Und das ist ja nicht die Erstwiss, wo man mache. Und ja, 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 ist das dann ist so klar. Mette drin. Klar. Und ja. Nee, also es ist faszinierend, es ist toll. Ja. Vielen Dank und ich denke, es werden sich ja etliche freuen, die jetzt da davon nicht die Ahnung haben und jetzt mal von einem Fachmann wirklich vor Ort erklärt kriegen, was da eigentlich genau passiert. Genau. Vielen Dank, Eddie. Tschüss. Tschüss. Da liegt sie da, die vier Morgen große Heuwiese. In meiner Nase spüre ich den kräftigen, ja, für mich angenehmen Duft des Heus. Wenn ich dazu jetzt noch meine Augen schließe, ja, dann kann ich mich wieder an meine Kindheit erinnern. Ist schon eine komische Sache. Eins weiß ich, Eddies Pferde können sich jetzt auf dieses Heu freuen. Es wird mit so viel Liebe hier gearbeitet und er beachtet auch viele Dinge und ja, ich denke, den Tieren geht es wirklich sehr gut. Und es ist auch interessant jetzt zu vergleichen von früher zu heute, welche technischen Möglichkeiten es doch gibt, sich die Arbeit zu erleichtern, aber auch einen hohen Standard beizubehalten. Allen YouTubern vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bleibt alle gesund und tschüss.